Hallihallo und herzlich willkommen zu der neuen Runde Pickup Time. Leute, ich kann euch immer noch so viel Zeug zeigen, das ist unglaublich. Da ist ein Stapel, da ist ein Stapel, da ist ein Stapel, da. Und ich werde und werde nicht fertig damit. Ich glaube, ich könnte heute tatsächlich so zwischen 5 und 6 Videos abdrehen und wäre wahrscheinlich immer noch nicht ansatzweise so weit. Die Flohmarktsaison ist in vollem Gange und ich bin auch munter am Einkaufen überall. Und das ist irre, was dieses Jahr mal wieder an Zeug angefallen ist. Und ja, habe einige Flohmärkte mitgenommen in letzter Zeit und dementsprechend auch gut Beute mitgemacht. Aber nicht nur aus dem Videospielebereich, sondern auch allein mein Stativ steht gerade auf einer großen IKEA-Kiste voll mit Brettspielen. Die zeige ich euch jetzt hier an der Stelle nicht. Das ist ja, da geht es jetzt hier nicht drum. Bücher, Comics hier, ich weiß nicht, ob ich euch die gezeigt hatte. Bunt gemischt, Karten, hier liegen noch Yu-Gi-Oh! Karten rum. Lego habe ich mitgenommen für mich. Meistens ist es ja dann tatsächlich so, ich kaufe das Lego, baue es einmal und dann habe ich kein Interesse mehr dran und dann geht's wieder. Für mich geht es bei Lego halt eben tatsächlich um das Bauen. Genauso mit dem Dinge da. Ist halt so. Jo. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier wieder eine ganze Masse Zeug liegen. Das Video hatte ich sogar schon zur Hälfte abgedreht und dann kam ein Hustenanfall dazwischen, weil ich allergiebedingt momentan ein bisschen angeschlagen bin, was so meine Bronchien angeht. Ja, dieses Jahr ist irgendwie ganz schlimm. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wen das Ganze noch so mitnimmt dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein besonderes Jahr in Form von Pollen ist, ob das jetzt wirklich ein richtig, richtig krasses Jahr ist oder was auch immer. Nein, ich habe kein Corona, ich bin mich jeden Tag am Testen. Aber naja gut, so ist es nun mal. Ich laber schon wieder viel zu viel. Es war Flohmarkt. Genau, es war Flohmarkt und ich habe, wie gesagt, eine Riesenkiste mit Krempel rumliegen. Ich konnte es im Endeffekt auf 4 Stände jetzt runterbrechen, was ich noch so aus dem Gedächtnis halt eben ja, irgendwie ausklambüsern konnte. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit dieser Ecke hier an. Und zwar hat mich wieder ein Bekannter von mir beigerufen und hat gesagt, hey Sascha, da ist was. Ich hingelaufen, geguckt, oh cool, ganz, ganz toll, da waren ein paar schöne Sachen dabei. Eine Kiste mit PS3 und PS4 Stuff. Ich habe mir ein paar Sachen mitgenommen. Ja, 2 PS4 und 4 PS3. Und auf meine Frage hin, was denn da die Sachen kosten sollen, entgegnete mir der gute Mann, 4 Euro für ein PS3 Spiel, 5 Euro für ein PS4 Spiel. Und da habe ich gesagt, hey, wenn ich wenn ich ein PS4 Spiel und 2 PS3 Spiele nehme, können wir einen 10er machen. Damit war er einverstanden. Wären normalerweise, Moment, habe ich jetzt Quatsch erzählt, 8, 13 Euro, jo, er war damit einverstanden, haut aber hin. Und ich habe halt eben insgesamt 6 Spiele genommen. Jetzt machen wir mal die, einfach mal so interessenhalber Verkehr rum. Ich habe mir nochmal mitgenommen The Order. Im Endeffekt habe ich jetzt 6, 12, 18, also 3,33 Euro schlag mich tot pro Titel bezahlt. Und The Order hatte ich irgendwie mal wieder Bock drauf, werde ich wahrscheinlich so mal wieder in die Sammlung stellen und vielleicht bei Gelegenheit dann tatsächlich nochmal anzocken. Weil ich hatte es damals, habe es durchgezockt, platiniert. Fand es tatsächlich gar nicht schlecht, auch wenn es ein Grafikblender schlauchig ist und ja auch nicht allzu lang. Aber gerade das mag ich ab und zu mal, weil wenn Spiele hunderte Stunden brauchen, um beendet zu werden, dann ja, bin ich relativ lange damit zugange. The Order für 3,33. Dann das nächste im Bunde, Tim und Struppi oder die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Die Sachen sind soweit eigentlich alle komplett. Hier ist jetzt leider so ein blöder Aufkleber auf dem Cover. Man muss mal gucken, ob ich den da irgendwie abkriege. Jo, für 3,33 war das mehr oder weniger ein Füllertitel. Der ist jetzt nicht die Welt wert. Ich habe ihn noch definitiv schon in der Sammlung, war aber so mehr oder weniger das Wertvollste, was dann jetzt bei mir quasi in die Tauschkiste wandert. Das nächste, was ich mitgenommen habe, was man eigentlich immer einpacken kann, ist The Last of Us für die PS3, also in der ursprünglichen Fassung. Und ja, das kann man normalerweise auch immer mitnehmen. Es gibt immer wieder Leute, die das suchen. Ich habe es mittlerweile in der Fassung, in der PS4 Remastered Fassung, sowie vor mir die
neueste, das Remake dann zu holen, also Part 1, wenn das dann irgendwann halt eben mal für die PS4 rauskommt. Wenn es denn noch für die 4 rauskommt, wenn es für die 5 rauskommt, wollen wir jetzt schon noch ein bisschen warten müssen, bis ich irgendwann mal eine 5 habe. Das nächste im Bunde ist Sunstrike 4 in der Day One Edition, in der limitierten Day One Edition. Beinhaltet digitales Artbook und Soundtrack. Ja, ich vermute mal ganz stark, dass das schon eingelöst wurde, weil hier nur noch eine Anleitung drin ist, keine Codes oder sonstiges. Sichern Sie sich jetzt Ihre Bonusinhalte, das digitale Download. Naja, okay. Konnte man einfach so auf der Website runterladen. Auch ganz lustig. Also Sudden Strike 4. Hatte ich mal die Complete Edition. Die ist aber an Bekannten gegangen, der die unbedingt haben wollte. Ich hatte die Sealed irgendwann mal vom Mediamarkt mitgenommen. Konnte selber mit der Serie nicht wirklich so viel anfangen. Also, oder nee, nicht anfangen. Ich hatte da keinen Bezug dazu. Und er hat gesagt, oh cool, Sudden Strike. Und ich meine, hier komm, kannst du gerne haben. Und ja, dann war es bei mir halt eben aus der Sammlung raus. Und jetzt habe ich es halt wieder. Nur nicht in der Complete, sondern in der normalen, die mir hundertprozentig auch reicht. Ja, das und die letzten beiden sind mehr oder weniger so auf einer Stufe. Silent Hill Homecoming und Alice Madness Returns. Ja. Für 3,33 € kann man die beiden definitiv mal mitnehmen. Hier ist auch noch der Download-Code-Voucher für das erste Alice. Mal gucken, ob der noch funktioniert. Wäre ganz cool. Aber ich glaube, ich habe ihn tatsächlich irgendwann noch schon mal eingelöst. Ja, auch die komplett. Die Hüllen sehen jetzt leider nicht mehr ganz so gut aus, aber der Rest ist supi. Und ja, insgesamt für ein 20 die 6 Games sagst du nicht nein. paar Runden später habe ich bei dem noch was mitgenommen. Zeige ich euch jetzt einfach direkt, weil ich mir da unsicher war am Anfang. Bin dann aber dann doch nochmal zurück, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe und festgestellt, wow, okay, wenn du das Ganze für 2-3 € mitnehmen kannst, kannst du da mal ja, 5-6 € mit verdienen. Ich habe mir Rocksmith All New 2014 Edition mitgenommen, die bei eBay so Pi mal Daumen irgendwo zwischen 10 und 15 € rumliegt. Und da dachte ich mir, kannst du für den Preis jetzt eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Ist mehr oder weniger zum Refinanzieren gedacht. Dasselbe gilt für 2 Games für die PS1, die ich mitgenommen habe bei einem Händler. Genau, und der ist immer wieder mal auf meinem Stammflohmarkt. Und habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Der hatte nur irgendwie fast nie so wirklich Videospiele auf einem Haufen. Jetzt scheint er irgendwann hingegangen zu sein, hat dann genug gesammelt. Ich glaube, der ist Entrümpler oder sowas um den Dreh. Und ja, hat jetzt so eine kleine Ecke an seinem Stand, wo er Videospiele hat. Und die sind ausgepreist. Genau. Ich habe zwei PS1-Spiele mitgenommen, die waren beide markiert mit 10 €. Und da habe ich mir gedacht, ja, er hatte auch noch ein paar, ist es sogar ein OVP Super Nintendo Spiel. Aber dann, ich glaube, das war hier dieses Tiny Toons Busts Loose für 30 €. Das ist einfach zu teuer. Zumindest für mich. Und ja, er ist manchmal ist er ein bisschen top mit dem Preis, manchmal ist er ein bisschen low mit dem Preis. Und ich habe mir jetzt halt eben hier zwei Sachen ausgesucht, wo ich mir relativ sicher war, dass die ziemlich underpriced sind mit 10 €. Und habe die dann einfach mitgenommen. Habe dann noch gefragt, hier, was können wir mit dem Preis machen? Und da sagte er so, ja komm, statt 10 mach 7 pro Stück. Und da habe ich für 14 € beide mitgenommen und ich zeige euch jetzt, was ich mitgenommen habe. Zum einen war da ein Kurushi. Nicht das Kurushi Final, das ist ein bisschen teurer, aber Kurushi selber. Mit Anleitung, eine Disc, die ja okay ist, aber definitiv mal geschliffen werden könnte. Ja, Front- und Backprint und eine leider kaputten Rille. Aber gar nicht so tragisch, weil für 7 € kann man das Game definitiv mal mitnehmen. Ich meine, es liegt auch irgendwo im Bereich ja, Ü 15 €. 15 bis 25, glaube ich, irgendwo so in der Range, wenn ich mich da nicht komplett täusche. Und das zweite, was ich mitgenommen habe, war Skull Monkeys. Leider ohne Anleitung. Da ist noch ein schöner Aufkleber drin, 99 Mark 95. Das Game selber ohne Anleitung, die Disc, ja, okay, sagen wir es mal so, nicht überragend, aber okay, Hülle. Naja, aber für 7 € kann man Skull Monkeys definitiv mal mitnehmen, weil das ist selbst ohne Anleitung kein günstiger Titel. Der liegt eher so bei 25 plus, wenn nicht sogar noch eine Ecke höher. So, auch das definitiv wird zu eBay wandern, sobald die CDs geschliffen sind, um mir eine schmale Mark wieder zurückzubringen. Genau.
Dann ging es weiter und auch wieder jemand, den ich in letzter Zeit sehr, sehr oft auf dem Flohmarkt sehe. Von dem guten Mann habe ich schon einiges an Magic-Karten gekauft. Da hieß so ein Bundle Commons für, ich glaube, 5 € oder was, so knappe 200-300 Stück. Habe mir sagen lassen, dass es eigentlich zu teuer war, aber hey, war ein Lustkauf und dementsprechend will ich das Ganze an der Stelle auch nicht bereuen. Aber der hat immer mal wieder auch games-technisch was dabei und lustigerweise auch immer mal wieder Neues in seinen Games-Kisten. Also, obwohl der Privatmann ist, kein Reseller oder sonst irgendwas und scheinbar sortiert er immer wieder daheim aus. Und er hatte da so zwei, drei Krabbelkisten, in die ich dann reingeguckt habe und da dachte ich so: Och, ja, guck mal einer an, ja, kannst du so mal fragen, was er dafür haben möchte. Im Endeffekt habe ich mir vier Artikel bei ihm rausgesucht und habe, ich glaube, 10 € bezahlt. Es waren entweder 10 oder 15 €, das ist schon wieder Ewigkeiten her. So, und ihr seht schon hier, bunt gemischtes. Ich habe einmal bei ihm mitgenommen, nee, ich meine, es waren 15. Genau, für den hier wollte er 5 und für die restlichen drei Sachen wollte er 10 haben. Genau. Einen Grip für die Switch, für die Joy-Cons reinzupacken. Super, immer gut einen zweiten zu haben, weil ich habe tatsächlich nur einen einzigen und habe aber zwei Pair an Controllern. So, dementsprechend kann ich jetzt mit meiner Tochter auch mal nicht im Quermodus, weil das finde ich ätzend, wenn man große Hände hat. Ist zwar ganz nice, dass man die Möglichkeit hat, mit einer Konsole und zwei Playern direkt zu spielen, aber ganz ehrlich, die sind einfach viel zu klein, die Dinger. So, und da kann ich ja jetzt schön mit den Controllern einen zweiten großen Controller basteln. Großen. Ja, und dann habe ich noch drei weitere Sachen mitgenommen. Einmal einen Third-Party-GameCube-Controller, der von Big Ben ist. Der ist auch noch in einem relativ guten Zustand, muss ich sagen. Also, ich hätte ihn normalerweise nicht mitgenommen, wenn es kein GameCube-Controller gewesen wäre. Also, so PS2 Third-Party-Controller lasse ich normalerweise liegen. Aber GameCube-Controller sind leider ziemlich, ziemlich preisintensiv. Ja, ich glaube, die normalen Controller liegen schon irgendwo bei 25 € und da dachte ich mir auch, weißt du was? Für im Endeffekt jetzt auch wieder 3,33 € kannst du den definitiv nicht liegen lassen, nimmst du mal mit. Dann ein Game, was ich glaube ich nicht in der Sammlung habe: Kingdoms of Amalur: Reckoning. War sogar richtig. Ja, stell dich dann so später ins Regal, wenn ich es noch nicht habe. Ich war mir nämlich nicht so hundertprozentig sicher. Ich muss unbedingt mal wieder meine Listen pflegen, weil ich viel rausgeschmissen habe, viel aktualisiert habe und irgendwie seit Anfang des Jahres meine Liste nicht mehr aktualisiert habe. Naja, und als letztes eine Predator Plus. Eine Lightgun für die Sony PlayStation. Steht auch ganz groß vorne drauf. Und jetzt noch so ein bisschen Trommelwirbel, weil ich habe tatsächlich nie reingeguckt. Ach du liebes bisschen. Die ist ja tatsächlich. Ist das irre? Was ist das? Da ist noch so ein kleines Drogentütchen drin. Wahrscheinlich waren da die Kabel mal drin. Das ist tatsächlich mit Anleitung die Gun selbst. Die Predator Gun. Sogar noch eingepackt. Und ich vermute mal tatsächlich, dass hier die Kabel drin waren. Es hat ein schwarzes Anschlusskabel. Ich vermute mal, dass sie nicht nur für die PlayStation, sondern für die PS2 auch ist. Na gut, eine, ich sag mal PS1, PS2 Predator Gun. Für sage und schreibe 3,33 €, und da kannst du definitiv nicht meckern. Eine Lightgun für 3,33 €. Auch die Dinge werden immer und immer teurer. So, ich habe keinen Röhrenfernseher mehr. Dementsprechend kann ich die gar nicht benutzen. Auch die wird wahrscheinlich so, wie sie ist, zum Tausch freigegeben. So. Und dann kommt eigentlich mehr oder weniger so der Kracher des Tages. So, dann hier noch. Gehört das auch noch dazu? Moment. Was bist du? Ach ne, Rossmann Ideenwelt. Okay, das war scheinbar auch noch hier in dieser tollen Überraschungskiste. Ich bin dann an den Stand gekommen und habe gefragt. Hab da was am Video stehen dabei. Ganz nette junge Frau, alles super, alles toll. Sie so: Ja, da habe ich was. Warten Sie mal kurz. Okay. Kurz darauf kam sie: Ja, nee, ist irgendwo ganz tief im Auto. Kommen Sie gleich nochmal wieder, ich stelle es Ihnen hinter den Stand. Okay.
Ich 2 Runden gelaufen, pfeift sie mich herbei und sagt so, hier, ich habe die Kiste gefunden. So, jetzt kommt's. Sie hat die Kiste gefunden. Genau. PS2. Komplette Kiste PS2. Und ich gucke so durch. Nicht wirklich was Weltbewegendes dabei. Nicht wirklich. Also relativ viele Spiele, aber jetzt keins, wo ich sage, das reißt mich jetzt absolut vom Hocker, das musst du jetzt unbedingt haben. Und hab dann aber gesagt, hier, ganz ehrlich, was wollten Sie für die Kiste haben? Und er sagt sie 40 Euro. Sag ich, ah, ja, okay. Ist bei der Anzahl an Spielen ist ein solider Preis, ist gut. Aber ich passe. Und guckt sie mich an und sagt so, wissen Sie was? Sie sind mir sympathisch, was sagen Sie zu 25? Da gucke ich so, es wären Euro pro Spielen die Konsole on top, quasi, glaube ich. Und da habe ich gesagt, sind Sie sich sicher? Ja, es passt für mich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich es für 25 Euro mit. Und dann habe ich mal wieder eine Kiste PS2 Gedöns für 25 Euro gekauft. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Spiele und eine Konsole und Gedöns. Komm, ich greife einfach rein und hole raus. Es ist ein. Was ist das dahin? Es ist ein obligatorisches FIFA 09. Wir gucken mal rein, was da drin ist. Natürlich ist FIFA Nummer 9 drin und sogar mit Anleitung. Hey, herrlich. Dann ein PES 2008. Auch da ist ein FIFA 12 für die PS3 drin. Ich würde sagen, es stimmt mich traurig, aber naja. Hier hört man ein FIFA Football 2003. Das ist da und komplett. Ein Spider-Man 3. Das ist auch komplett. Ein Ghost Recon Jungle Storm. Wir gucken rein. Es ist drin, was drauf steht. War reduziert auf 14 Euro, schlag mich tot. Naja, EB Games, GameStop, das war scheinbar in mehreren Läden. Ein Need for Speed Carbon. Komplett. Ach nee, das Need for Speed Underground 2 drin. Absolute Chaoskiste. Ich habe in keins der Games reingeguckt. Ich habe einfach mitgenommen. Das packen wir mal kurz beiseite. Killzone. Ist auch drin. Irre. Geht weiter. Dann Splinter Cell. Auch wieder in der Platinum. Da fehlt das Game. Vielleicht ist das hier noch in der Konsole drin. Ich tue mal die beiseite, die nicht da sind, wo sie sein sollen. Midnight Club 3 Dub Edition. Das ist tatsächlich auch drin. Jo. Alles supi. Burnout Dominator, das war jetzt eher eines der besseren Spiele. Vor allem auch noch ziemlich schick. Ein Risiko, die Weltherrschaft. Auch das ist drin und komplett. Ein Lara Croft Tomb Raider, The Angel of Darkness. Eines der nicht ganz so guten Tomb Raider. Da auch komplett und drin. Jawohl, Angel of Darkness. Dann als nächstes Call of Duty Finest Hour. Das ist drin. Da hätte jetzt gerne mal so ein Rule of Rose oder sowas drin sein dürfen. Naja. Baphomets Fluch. Der schlafende Drache. Auch das komplett. Das wird ganz schön hoch hier. Operation Winback. Komplett. Games World Aachen. Steht auf der Disc. Burnout Revenge. Komplett. Enter the Matrix. Komplett. Ach, Moment. Das ist Enter the Matrix. Und drin ist Path of Neo. Ich weiß nicht. Ich vermute, es ist die falsche Disk. Ich vermute, es ist die falsche Disk. Gab's noch zwei verschiedene, oder? Path of Neo und Enter the Matrix. Aber egal. Need for Speed Most Wanted. Komplett. Rüber. Dann checken wir das bei Gelegenheit mal noch. Okay. Moment, ich muss das anders machen. Ein GTA San Andreas.
Da ist Midnight Club 2 und GTA San Andreas drin. Midnight Club 2 holen wir mal raus. Okay. Ohne Anleitung. Ein Burnout 3 Takedown. Das ist zum Glück komplett. Die Mumie kehrt zurück. Komplett. Irre. Also ein paar Chaos-Titel sind dabei. Dann ein Beyond Good and Evil. Komplett. Schick. Was haben wir hier? Thunderhawk, Operation Phoenix. Ist auch drin und komplett. Schön. Ein Grand Theft Auto Vice City. Das ist drin. Mit Anleitung. Der Turm wird immer höher. Ein Ace Combat Squadron Leader. Komplett und drin. Ein Need for Speed Underground 2. Das ist nicht drin. War das nicht eben hier irgendwo? War das nicht hier drin? Genau. So, Need for Speed Underground 2. Drin, vollständig, fertig. Gut, dass ich es mir gemerkt habe. Und ein Burnout 2 Point of Impact. Auch komplett. So, ihr seht schon hier das, ich weiß nicht, ob das, ob ihr das überhaupt noch sehen könnt. Dann haben wir hier eine schwarze PS2 Slim. Kann man gucken. Need for Speed Carbon. Jetzt wird es wirklich interessant. Need for Speed Carbon ist auch drin und komplett. Jetzt fehlt nur noch Splinter Cell. Das fehlt irgendwie noch. Ich habe ein loses Midnight Club und Enter the Matrix war, glaube ich, das alte Game drin. So, also wir haben quasi zweieinhalb Ausfälle und 25 Games. Also sind wir doch wieder bei einem Euro pro Titel. Ja, also hier hätten wir dann tatsächlich dann noch die PS2. Slim mit einer Memory Card, einer schwarzen und einer roten Memory Card. Beides die 8 MB-Version. Oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich das mal ein bisschen umdisponieren. Kabellage. Kabellage, Kabellage, Kabellage. Stromkabel. Ein Controller. Ein zweiter Controller. Da müssen wir jetzt gleich mal reingucken. Und noch lustigerweise zwei Goodies, von denen ich tatsächlich erst mitgekriegt habe, als ich die Kiste dann daheim aufgemacht habe. Ich habe hier einmal so Kindereckenschoner in Form von Händen. Ein komplettes Paket von Ikea, nie aufgepackt scheinbar. Absolut ulkig, war da mit drin. Dann hätte ich hier noch eine Steering Wheel Anleitung für die PS2, 3 und PC. Von was auch immer. Und eine Kinderlieder Folge 2 CD. Und wahrscheinlich ist dahinter Kinderlieder Folge 1. Jawohl. Es sind so Klassiker drauf wie Das Wandern ist des Müllers Lust, Alle Vöglein sind schon da und Grüß Gott, du schöner Mayen. Zwei von diesen Klassikern. Ja, ich bin mal gespannt, ob meine Tochter da vielleicht Interesse dran hat, aber ich vermute mal, da sind wir so langsam doch aus dem Alter raus. Ja, also ihr seht, es ist mal wieder dezent eskaliert. Haufen, 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 Controller, Konsole, hast du nicht gesehen. Im Endeffekt liegen jetzt hier wieder 14 plus 20, ach, runden wir auf wegen dem einen Spiel noch extra, sind wir bei 35 plus 25. 60 Euro plus die 15 von dem anderen Kram, also 75 Euro hier für das ganze Gelash ausgegeben, inklusive der Lightgun, die da noch dahinter steht, mittlerweile schon untergeht. Es ist einfach irre, was hier momentan abgeht. Also vieles hiervon wird tatsächlich gehen, manches davon wird aber auch bleiben. Also die Burnout-Reihe werde ich bei mir dann tatsächlich, glaube ich, mal swappen und komplettieren. Und das, ich glaube, das, wo war es denn, wo war es denn, wo war es denn? Das Risiko wollte ich behalten, auf jeden Fall, genau. Und das Baphomets Fluch auch. Beim Rest bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Bei Thunderhawk Operation Phoenix habe ich irgendwie so ein bisschen Schmappe-Vibes gehabt. Also kann sein, dass das, je nachdem, was das für ein Genre ist, dann tatsächlich auch bleibt. Aber ich werde da erstmal ein bisschen recherchieren. Achso, ein Underground, so, ach, ich muss einfach gucken. Ich sage, es sind einige dabei, die bleiben, einige, die da definitiv von gehen werden. Jo, das war's für heute. Ich glaube, das reicht auch definitiv für eine Folge, was ich hier hingestellt habe. Und ich sage einfach mal,
Lasst mal ein Abo da, lasst mal ein Like da und einen Kommentar freue ich mich auch immer drüber, auch wenn ich es meistens immer erst ein paar Wochen später schaffe, darauf zu antworten. Seid mir nicht böse drum. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich zeige das immer mit einem Daumen und einem Herzchen. Dann relativ zeitnah und alles andere muss dann irgendwann, wenn ich mal am Rechner sitze und in Ruhe mir die Kommentare nochmal durchlese, dann wird darauf geantwortet. Ich glaube, das Härteste, was mir passiert ist, ist tatsächlich, dass ich so ungefähr ein Dreivierteljahr, nachdem ein Kommentar gemacht wurde, dann darauf geantwortet habe. Ich bin schluffig, was das angeht. Ich wünsche euch was, vor allem viel Erfolg beim Handen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.